Besser. So, passt meine Config noch? File. Achso, es ist wieder, das ist eine andere Version. Alt, das machen wir anders. Das ist nicht die richtige. Wo ist die richtige? Da ist die richtige. Ja. Das wird passieren. Ich muss ja auch nicht mal alles zu 100% spielen, ne? Gibt's den Vollbildmodus? Ah, passt schon. So. Wir spielen auf E-Deutsch. Ist hier A auch das A? Nein, B ist A. Die alten Warnhinweise. Achso, ich mache vielleicht mal. Wie mache ich denn? So? Nö. So? Nein. So? Nein. So? Nein. So? Nein. So? 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 Moment. Dings, nee. Display. Ist das so? Die Erfindung des Luftschiffs erfüllte den Traum der Menschheit. Aber dieses säte auch den Samen der Korruption. Aha. Baron oder Baron, die mächtigste Militärmacht der Welt. Ein Königreich, das sich langsam verändert. Ein bedrohlicher Schatten hat sich über die Welt gelegt. Schüsse, Staubwolken, Chaos. Warum missbraucht deine Macht, um die Kristalle der Welt zu erlangen? Was? Warum? Why? Das ist ja so süß animiert gewesen damals. Die Kristalle verströmen ihr Licht und schweigen. Final Fantasy 4 Advance. Neues Spiel.
Ja, so Offizier spricht Captain, wir werden bald in Baron, im Baron landen. Sehr gut. Der Captain sieht müde aus. Er würde das nicht, nachdem was wir getan haben. Befehl ist Befehl, aber Unschuldige für den Kristall zu töten ist nicht richtig. Die Rotschwingen sollten die Bevölkerung nicht verletzen, sondern sie beschützen. Das reicht. Ja, aber Captain, ihr befürwortet doch nicht, was wir getan haben. Kameraden, hör zu. Der Überfall auf Mysidia war eine zwingende Notwendigkeit. Seine Majestät und seine Ratgeber sahen Mysidia und sein Wissen über die Kristalle als Gefahr für unser Königreich. Wenn Baron florieren soll, dann benötigen wir die Kristalle. Und als Soldaten seiner Majestät müssen wir diesem Wunsch nachkommen. Koste es, was es wolle. Ah, okay, bloß nicht selber denken. Alles gut. Captain. Captain, Monster direkt voraus. Fertig machen zum Angriff. Ja. Die? Das sind Mike Glotzkowskis. Egal, übertreib halt. Bist du in Ordnung? Erneuter Angriff. Verflixt. Garuda. Geht es allen gut? Mannschaft ist vollzählig, Captain. In letzter Zeit haben uns viele Monster aufgelauert. Ob das ein Omen ist? Das Omen. Captain, wir haben Baron erreicht. Sehr gut, fertig machen zu Langlogen. Bayern. Sehr gut, der Kristall ist unser. Die Mysidianer haben sich nicht gewehrt. Sie waren hilflos. Hör ich da ein wenig Mitleid heraus? Ja. Kommt, seine Majestät erwartet euch schon. Ja, toll. Freue ich mich. Entschuldigt bitte, Captain, ich muss alleine mit seiner Majestät sprechen. Bitte wartet hier. Majestät, ich fürchte, dass man Cecil nicht länger vertrauen kann. Er stellt eure Autorität in Frage. Oh, das hatte ich mir gedacht. Aber das macht nichts, solange ich die Kristalle erhalte. Schick ihn herein. Jawohl, eure Majestät. Captain, seine Majestät, der König lässt bitten. Das Königreich von Baron begrüßt deine Rückkehr. Übergibst du mir den Kristall? Ja, Eure Majestät. Den Wasserkristall übergeben. Das ist also der Kristall. Welche Pracht. Du darfst gehen, Cecil. Eure Majestät. Ja. Captain, was ist? Eure Majestät, ich bitte um Verzeihung, aber was sind eure Absichten? Meine Männer sind verwirrt und unzufrieden. Und du? Stellst du meine Befehle in Frage? Nein, ich frage nur... Schweig!
Zwietracht führt unweigerlich zu Verrat und das toleriere ich nicht. Ich enthebe dich hier mit deiner Position als Kapitän der Rotschwing. Aber Eure Majestät. Und jetzt gebe ich dir eine andere Aufgabe. Besiege das Ungetüm im Tal des Nebels und bringe diesen Bombenring in das Dorf Nebel. Du brichst morgen beim ersten Licht auf. Eure Majestät, so haltet doch ein. Cecil hat nichts verbrochen. Du unverschämter Hund. Wie kannst du es wagen, hier reinzuplatzen? Wenn ihr so viel an ihm liegt, sollst du ihn begleiten. Nehmt den Ring und geht mir aus den Augen. Bombenring erhalten. Eure Majestät. Ich glaube, der mag dich nicht mehr. Tut mir leid, Kain. Na, wenn wir die Mission erfolgreich abschließen, wird der König uns beiden vergeben. Du wirst schon bald wieder mit den Rotschwingen fliegen. Aber will ich das? Ruh dich aus. Überlass die Vorbereitungen für morgen ruhig mir. Ah, jetzt können wir laufen. Aber Jungs, ihr mögt mich doch noch, oder? Ich habe sehr beunruhigende Gerüchte über den König gehört. Man sollte in Zeiten wie diesen nicht einmal darüber nachdenken, Befehlen nicht zu folgen. Bombenstimmung, jawohl. Was andere sagen, ist mir egal. Ich vertraue dem König. Ah, ja. Seine Majestät benimmt sich in letzter Zeit etwas merkwürdig. Okay. Das Tal des Nebels liegt nordwestlich von Baron. Wenn ihr und unser Meister Kain eure Kräfte vereint, wird euch nichts aufhalten können. Was ist los? Es tut mir leid, dass ich dich in die Sache hineingezogen habe. Ich bin selbst für meine Handlung verantwortlich. Ich habe auf Anweisung des Königs das dunkle Schwert beherrschen gelernt. Aber ich wollte Baron beschützen und nicht plündern. Der König wird seine Gründe haben. Ich beneide dich, Kain. Ich beneide dich für den Weg, den du gewählt hast. Als Dunkelritter wäre ich bestimmt höher gestiegen. Mein Vater war ein Dragoon. Er starb, als ich klein war. Ich dachte, ich könnte ihm nahe sein, wenn ich selbst ein Dragoon wäre. Ich wollte dich nicht mit meinen Geschichten langweilen. Du solltest dich nicht um mich sorgen, sondern um die Monster, die wir morgen erledigen müssen. Ich will das nicht alleine machen müssen. Keine Angst, ich werde zweimal so viele wie du erlegen. Das ist schon besser. Wir sollten uns schlafen legen. Wir müssen früh aufbrechen. Okay, wo schlafe ich? Wo schlafe ich denn? Ich habe gehört, dass ihr den Kristall aus Mysidia gewonnen habt. Philipp Dienst, lass mich in Ruhe. Ja, gut. Ja. Ihr könnt euch die Items aus dem Lagerraum nehmen. Sie werden euch auf euren Auftrag helfen. Die Tür öffnet sich, wenn ihr den Knopf an der Wand betätigt. Oh. Das ist convenient. Geld. Äther. Zelt. Cecil. Wer bist du? Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich war besorgt. Du bist so kurzfristig aufgebrochen. Es geht mir gut. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über die Mysidianer sagen, die wir getötet haben. Aber Cecil, ich werde dich später aufsuchen, in Ordnung? In Ordnung. Tschüss. Wo ist denn, wo schlafe ich denn? Ich habe keine Karte. Wir haben die Magier aus Mysidia eingesperrt. Wir können mit ihnen nur durch die Gitterschilbe sprechen. Sorry. Leute, das war keine Absicht. Also schon, aber nö. Vergebt mir. Was? Du kommst mir damit nicht davon, hörst du? Ja, ich hab's befürchtet. Ich erwarte nicht, dass ihr uns schont, aber bringt bitte den Kristall zurück nach Mysidia. Komm her, du Lump. Ich will mich entschuldigen. Ihr Idioten wisst gar nichts. Der Kristall ist nicht nur ein alter Stein. Das habe ich befürchtet. Bisschen leiser für mich machen. Ich hoffe, von der Lautstärke geht sonst. Ja, sieh mal einer an. Du bist zurück. Robert, Rosa hat sich schon echt Sorgen gemacht. Achso, da oben.
Dass du dir bloß nicht nochmal so Angst machst, hörst du? Also, wie geht's mit meinem Luftschiffen? Ich wette meinen Hammer, dass du und deine Dummchen sie kaputt gemacht haben. Hey, was ist los, Kleiner? Also, was? Der König hat dich entlassen? Und die Rotschwingen? Die sind ohne dich doch aufgeschmissen. Was ist mit dem König los? Er benimmt sich so komisch. Da hat er mich doch angewiesen, ein Luftschiff zu bauen, mit dem er Leute umbringen kann. Wir machen uns alle Sorgen um seine Majestät. Naja, sei vorsichtig da draußen. Mach mit dem Auftrag kurz einen Prozess und komm gesund wieder. Ach, ich muss jetzt heim, sonst bringt mein wertes Fräulein Tochter noch um. So nun. Das Bett ist frisch bezogen, Captain. Ich habe gehört, dass ihr sehr früh aufbrechen werdet. Gute Nacht. Ja, tschüss, ne? Ah, hier kommt auf den Tisch noch Lütten. Oh. Ab ins Bett. Was ist mit dem König passiert? Die Kristalle begehrt er, als wäre er besessen. Und ihm ist jedes Mittel recht, an sie heranzukommen. Aber ich kann mich ihm nicht widersetzen. Wie kann ich mich einem Mann widersetzen, der Kain und mich wie sein Fleisch und Blut aufgezogen hat? Dieser wundervolle Ritter, den ich seit meiner Kindheit bewundere. Ich werde ihn nicht hintergehen. Ich kann es nicht. Cecil! Komm nicht rein, ich habe nur eine Unterhose an. Eigentlich legt er sich in Rüstung schlafen, was auch schon seltsam ist. Was ist los? Du bist gerade aus Pisidia zurückgekehrt und nun musst du dieses Ungetüm besiegen? Du benimmst dich komisch. Es ist nichts. Es ist alles in Ordnung. Seid bereit. Cecil, sieh mich an. Wo kommt die Musik her? In Pisidia haben wir unschuldige Menschen getötet und ihren Kristall gestohlen. Es war einfach schrecklich. Ich nehme an, dies ist mein Schicksal als Dunkelritter. Ja, als Dunkelritter musst du dunkle Dinge tun, sonst bist du kein Dunkelritter. Sonst bist du nur ein Ritter. Bald schon wird mir gar nichts mehr leid tun. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Und trotzdem kann ich mich dem König nicht widersetzen. Ich bin ein Feigling. Der Cecil, den ich kenne, würde nie so weinerlich sein. Der Cecil, den ich liebe. Du brichst morgen früh auf, nicht wahr? Ja, aber sorge dich nicht. Kain wird mich begleiten. Mir wird nichts passieren. Vertrau mir. Bitte komm wieder heil nach Hause zurück. Danke, liebste Rosa. Aber mit mir als Dunkelritter können wir nicht zusammen sein. Hast du mal über ein paar Wechsel nachgedacht? Ist es jetzt bereits morgen? Und bist du bereit für einen richtigen Kampf? Immer. Bitte nach dir. Mir wohin? Nach mir? Nach mir die Sinnflut? Und so wurde dem Dunkelritter Cecil sein Rang als Kapitän der Rotschwingen abgesprochen. Er und der Dragoon Kain brechen auf ins Finstertal zum Dorf Nebel. Da müssen bei den Luftschiffen auch die Nebelschlussleuchten angemacht werden, ne? Sonst gibt halt Probleme. Die Einführung des Luftschiffs verwirklichte Barons Träume, stellte jedoch auch die Geburt eines Militarismus dar, mit dem Rotschwingen
der Luftstreit mit den Rotschwingen der Luftstreitkraft war Baron bald unangefochten. Nun stiften immer mehr Monster Unruhe und Baron nutzt seine Macht, um sich die Kristalle der Welt anzueignen. Warum? Ja, das warum hat er eben schon. Aber keine Antwort gekriegt. Die Kristalle verströmen Licht und schweigen. Ah, das hatten wir auch schon. Vielleicht reden sie einfach nicht gerne. Ja, komisch, ne? Wohin? Wo war das? Nordwesten? Osten? Es ist wieder Glotzkowskis. Das ist auch noch eine Bombengürtel mit Fernzünder. Oh, wir sind tatsächlich richtig gelaufen. Ich bin begeistert. Praktisch. Wie gesagt, Nebelschlussleuchte wäre nicht schlecht. Okay, er springt halt ins Nichts. Gut. Ist normal, dass man sich so schnell bewegt, oder ist das irgendwie eine Einstellung bei mir? So, weiter. Das ist eine Kiste. Ich will diese Kiste. Oh, ein Hinterhalt. Nein. Hör auf. Für den Fall. Okay. Kehrt um. Was? Wer ist da? Eine Potion. Käfer. Boing. Tessa ist eine Stufe aufgestiegen, das ist ja ein Wunderbärchen. Ein Zelt. Augentropfen erhalten. Ja. Die kann man auch mal gebrauchen.
Ja. Okay. Im Angriffsvorteil. Noch eine Potion. Lass diesen Ort. Könnte das vielleicht das Ungetüm des Tals des Nebels sein? Ritter von Baron. Wer bist du? Geht oder erleidet die Folgen. Zeige dich. Ihr möchtet meine Warnung ignorieren. Ja, nein. Moment. Oh, pull mal hier. Potion. So. Ja. Wir müssen in das Dorf Nebel. Wir werden nicht umkehren. So soll es sein. Der Nebel sammelt sich. Das not gut. Hübsch. Der Nebeldrache. Der macht halt viel zu wenig Schaden, um ein ernsthafter Gegner zu sein. Zumindest an uns. Der Drache verwandelt sich in Nebel. Oh. Bis dahin machen wir Kaffeepause. Ja. Oh. Aber noch Augentropfen, Zelt. Guck mal, wir haben ja. Ach, unsere Items haben wir auch noch. Ja. Macht jetzt nicht wirklich mehr Schaden, ne? Uns macht er immer nur einen Schaden. Warum? Ah. 200 Gilde erhalten. Hey. Ob das so gut war? Das war seltsam. Warum muss überall Käfer sein? Nehmen wir das Dorf Nebel.
Der Ring fing an zu leuchten. Also das will ich jetzt reklamieren. Was? Das war's? Deswegen hat er uns hierher geschickt? Wir haben das gesamte Dorf zerstört. Warum hat er uns das machen lassen? Nein, Mami. Was? Ah, schöne Scheiße. Der Drache von meiner Mami ist gestorben und meine Mami auch. Ich habe von Menschen gehört, die Monster beschwören können. Sie werden Beschwörer genannt. Dann sind wir für ihren Tod verantwortlich. Wir haben den Drachen und damit ihre Mutter getötet. Ihr habt den Drachen von meiner Mami getötet? Wir wussten doch nicht, was geschehen würde. Also wollte der König jeden Beschwörer im Dorf auslöschen. Das darf nicht. Es ist wahr. Und wir werden uns leider auch des Mädchens entledigen müssen. Hör mal langsam. Wir müssen den Befehlen des Königs folgen. Wir müssen gar nichts. Aber sie ist ein Kind. Du willst dich dem König widersetzen? Ich weigere mich noch weiter im Namen des Königs zu schlachten. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber keine Angst, ich bin auf deiner Seite. Bist du das? Ich stehe tief in des Königs Schuld. Aber ich kann den Dragoons keine Schande machen. Dann unterstützt du mich? Ja, aber wir werden Verbündete brauchen, um gegen das mächtigste Königreich der Welt zu kämpfen. Wir müssen es auch für Rosa tun. Danke, Kain. Spar dir das. Es geht nicht um dich. Dieser Ort ist gefährlich. Lass uns gehen. Was ist mit dem Mädchen? Wir können sie nicht hier lassen. Wir müssen sie mitnehmen. Es ist gut, wir werden dir nichts tun, aber du musst mitkommen, okay? Nein! Ja gut, ich wäre jetzt auch, hätte leichte Vertrauensprobleme. Muss ich ja sagen. Los jetzt, wir müssen gehen. Nein, geht weg! Warte! Ich hasse euch, ihr habt meine Mami getötet. Da, zahlt einen Punkt! Ja, ich klatsche euch jetzt nicht das Mädchen um. Geht weg! Oh. Oh, what? Das. Digga, was? Die hat uns mit einer Kelle über die Wupper geschickt. Hallo? Sie lebt, Gott sei Dank. Keiner da. Muss sie von hier fortbringen. Kain, ich hoffe, du lebst. Ja. Pack das Mädchen ein und hau ab. Genau. Aber wohin? Wo in dieser Welt finden wir noch Zuflucht? Gibt's eigentlich sowas wie Mana hier? Irgendwie nicht so, ne? Halt mich jetzt erstmal an der Gebirgskette. Ja. Was seid ihr denn? Ja.
Ach, kann das sein, dass wir Leben verlieren, wenn wir dunkel einsetzen? Ich weiß zwar nicht, wo der Herr hin will. Wir sind jetzt im Wasserweg Süd. Mein Zelt. Hallo! Was macht ihr denn hier? In dieser Höhle wimmelt es nur so von Monstern. Kehrt nach Kaipo zurück. Und zwar husch, husch. Ja, okay. Ih, ein Killerfisch. Tatsache, das kostet uns 30 Leben. Okay. Gut zu wissen. Ja, vielleicht gönne ich mir jetzt mal eine Potion. Noch eine Potion. Jungfernkuss. Ah ja. Nö. Sollte aufhören, ständig nur dunkel einzusetzen, glaube ich. Ist auf Dauer ein bisschen ungesund. Vor allem, weil ich immer nur einen Schaden kassiere. Ich füge mir selber mehr Schaden zu als die. Schillitz. Gut, scheinbar gibt es hier sonst nichts zu holen. Wir sollen nach Kaipo gehen. Sagt zumindest der seltsame alte Mann in der Höhle. Ja, doch, wir greifen lieber normal an. Da haben wir länger was von uns. Was ist ein Dickmove, ey? Steht uns der König halt tatsächlich mit so einer Bombe nach. Also zum Dorfnebel hin. Das ist halt nicht eine Art Karte oder so. Wo zum Geier bin ich? Ja, man zählt auf, wenn man ein paar, ne? Boah.
Naja, gut. Mal kann man das machen. Develop. Boah. Boah. Genau, das ist. Jetzt bin ich ja praktisch einmal rumgelaufen, ne? Ach, kick mal. Kaipo, Oase in der Wüste. Muss ja einen Platz zum Ausruhen finden. Ein Inn. Willkommen. Oh, sie sieht sehr blass aus. Geht es so gut? Zu Bett mit ihr und zwar schnell. Sie kann natürlich kostenlos ruhen. Natürlich. Hab Dank. Hey, geht es dir besser? Hm. Ich heiße Cecil und du? Hm. Ah, das mit meiner Mutter, mit deiner Mutter tut mir leid. Ich verstehe, wenn du mir nicht vergeben kannst. Aber darf ich dich wenigstens beschützen? Hm. Begeisterung hält sich in Grenzen? War jetzt kaputt. Cecil, endlich habe ich dich gefunden. Hm? Warte. Ich bin hier auf Befehl des Königs. Alle Beschwörer aus dem Dorf Nebel müssen vernichtet werden. Überlass mir das Mädchen sofort. Niemals. Dann sollst du sterben. Gesundheit. Was hast du? Die Technik geht mir einfach nur auf den Sack. Ja, aber das tut sie ja immer. Mein Gott, wie sieht denn dieser Baron aus? Halt doch mal um. Dankeschön. Fuku, was ist dies? Justin, wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Oh, schlaf weiter. Lass die Leichen da liegen, ist egal. Geht's dir gut? Ja. Sorge dich nicht um mich. Ich werde nicht zulassen, dass dir jemand etwas antut. Hm, versprochen? Ja, das verspreche ich. Ich heiße Rüdia. Rüdia. Die Beschwörerin Rüdia hat sich der Gruppe angeschlossen. Ist ja schon fast so wie Lydia. Es könnte besser sein. Hupfuck. Dann chill eine Runde. So, was tun wir jetzt? Was ist jetzt unser Doing? Allzeit bereit. Für was? Hm, ich kann es nicht fassen, dass Anna weggelaufen ist. Sie und ihr Vater Teller waren sich sehr nah. Ja. Nutze es dort, wo es nach Schokobon riecht. Ah. Wo es nach Schokobon riecht. Ja, okay. Was war das hier? Schenke. Ah.
Ich bin ein reisender Gelehrter. Ich möchte nach Fabul reisen, das östlich von hier liegt, um meine Studien fortzusetzen. Aber ein alter Mann auf dem Wasserweg lässt mich nicht passieren. Na, ich möchte zur Höhle des Ameisenlöwen östlich von Bad Damsyren gehen. Die Schätze dort sollen unermesslich sein. Zu schade, dass es nur der Königsfamilie erlaubt ist, sie zu betreten. Hallo, wir bekommen heutzutage selten Besuche wegen der ganzen Monster, die hier herumlaufen. Ja, gut. Das ist Schmutz. Das ist Verarsche. Ich möchte nach Damsyren gehen und Tänzerin werden, aber der Wasserweg ist voller Monster. Ich übe auch immer fleißig, guck doch mal. Das war herausragend. Wenn ihr mit dem kleinen Mädchen reist, rate ich euch, sie in die hintere Reihe zu platzieren. Jo, stimmt. Haben wir irgendwie Formation? So. Also, das Schloss im Norden ist Burg Damsyren, die über die gesamte Wüste herrscht. Ich habe gehört, dass der Prinz von Damsyren von großer Schönheit ist und eine wundervolle Stimme besitzt. Wir haben ein Mädchen aus Baron ohnmächtig außerhalb der Stadtmauern gefunden. Das arme Ding leidet zu allem Unglück auch noch an Wüstenfieber. Sie murmelt den gleichen Namen vor sich hin. Cecil. Was? Rosa. Rosa? Cecil. Sei vorsichtig. Nee, sei vorsichtig. Alter Mann. Um das Wüstenfieber zu heilen, benötigt man einen seltenen Edelstein, den man Sandrubin nennt. Man findet ihn nur in der Höhle, in der Ameisenlöwe regiert. Ist das jetzt eine sehr große Ameise oder ein sehr kleiner Löwe? Mein Waffengeschäft. Guten Tag. Ich möchte eine Waffe kaufen. Eine magische Rute. Ach so, verstehe. Ja. Das, glaube ich dir, das wird einigen, die ein bisschen nachdenken, ähnlich so gehen. Aber leider gibt es viele Leute, die nicht nachdenken. Hast du sonst noch was? Nö. Kann ich was verkaufen? Eine magische Route. Ich behalte die erstmal noch. Du. Der unterirdische Wasserweg liegt nordwestlich von hier, aber er ist gefährlich. Man hat dort 8 Wasserschlangen gesichtet. Hör doch auf. Anna verliebte sich unsterblich in einen jungen Mann, aber sie verließ die Stadt, weil der weise Teller dagegen war. Schlecht. Hier kann man Rüstung kaufen. Einmal Rüstung für die junge Dame, bitte. Die hat sie schon. Gut. Was ist mit dir? Namingway. Hallo, möchtest du meinen Namen? Ach, Namingway. Nee. Also gut, steht zu Dienst, falls du es dir noch überlegen möchtest. Okay. Okay, cool. So, versuchen wir jetzt.
war das denn jetzt? Scheiße. Weiß ich, lässt er mich jetzt durch? Vielleicht? Nein! Okay, das können wir uns sparen. Ich weiß nicht, was du da tust. Ja. Wo meldest du dich an? Bei Hans. Ach so, was ist halt? Deine Mutter. Dasselbe wie Twitter 90. Ach so, ja, gut, muss ich ja wissen. Ja, du meldest dich ständig bei irgendwelchen Sachen an. Gar nicht. Aber öfter. Nee. Und die ist direkt ein paar Stufen aufgestiegen, das ist auch schon mal fett. Kann ich irgendwie, warte mal, kann ich in der Formation, was ist denn, rein? Okay, Formation kann ich sagen. Okay, dann geht noch das. Okay, das, er steht halt vorne. Ja, keine Ahnung. Da noch, Magie. Schwarzmagie ist Eis. Kann sie noch nicht. Und sie kann jetzt Chocobo beschwören. Und sonst kann sie heilen. Das ist an sich ja auch schon mal eine gute Sache. Das sollte sie auch vielleicht gleich mal in Anspruch nehmen. Ah, das geht ganz gut. Okay. Sicht. Gut. Au, alter weißer Mann, kann ich jetzt rein? Aua. Karpfenkröte. Ja. Hat er mich jetzt entfroscht? Okay. Guten Tag. Ist das? Ja, ein dunkles Schwert. Dunkelritter, ihr müsst mir helfen. Was ist passiert? Ich muss mich nach Damzyan begeben, um meine Tochter zurückholen. Sie wurde von einem Barden betrogen. Wir müssen uns beeilen, denn nicht alles Schreckliches. Ihr müsst der weiße Teller sein. Solange es nicht die weiße Tasse ist, okay. Ja, bin ich. Dieses Mädchen ist eine Beschwörerin. Fabelhaft, dann kann auch sie uns helfen. In der Tiefe des Sees laut ein Ungeheuer. Diesem Teufel kann auch Magie nichts anhaben. Zusammen können wir es jedoch besiegen und dann kann ich endlich meine Tochter retten. Auch wir sind auf dem Weg nach Damzyan. Dann lasst uns geschwind aufbrechen. Der weiße Teller hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay, cool. Ich muss mal gucken, wo gibt es hier Sachen zu holen? Osmose. Okay.
Ja, okay, er übertreibt halt ein bisschen. Kann er nicht so viel machen, ne? Kann ich was beschwören? Schokobon kann sie beschwören, aber ansonsten geht nicht so viel. Jetzt nicht in den ersten Kämpfen das ganze Mana verschleudern, weißt du? Oh. Komm hier. Offenbar kann ich schwimmen. Angriff. Was ist denn erinnern? Was genau hat er jetzt getan? Ist mir Rätsel. Ja, dann nimmst du ihn halt weg. 400 Schaden, jawohl. Boah, ey, nicht alle 2 Meter, bitte. Ordentlich. Heil ihn mal und danach greifen wir an. Wollte diese Kiste haben. Ein Eisenring. Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Was ist das denn? Ein Zombie. Nee, okay. Das ist hier scheinbar auch so. Alles klar. Untote durch Heilung heilen, der Klassiker. Kann nichts machen, ne? Ich hab kein Mana. Ist Engel dann instant tot? Nö. Dunkel bringt wahrscheinlich auch nichts.
Nö. Unterirdischer Wasserweg, zweites Untergeschoss. Hurra! Eine Potion. Da vorne ist irgendwas. Angriff von hinten. Nicht nett. Kein Dings mehr. Gerade am Anfang, ne? So ohne Flächenangriffe immer wieder vier Gegner vorgesetzt kriegen, ist ein bisschen belastend. Armin, du musst. Ja. Oh Mann. Wie viel denn noch? Ich weiß nicht genau, was erinnern bringt, aber wenn es ihm hilft. Wir werden uns hier ausruhen. Okay. Dieses magische Feld hält Monster fern. Du kannst sie speichern oder ein Zelt oder eine Hütte benutzen. Lass uns mein Zelt verwenden, um uns zu erholen. Oh, okay. Bin ich mit dem alten Mann in ein Zelt? Ich weiß nicht. Es hat getropft. Das Mädchen schläft bereits. Sie muss sehr müde sein. Wer ist sie? Eine Beschwörerin aus dem Dorf Nebel.
Sie hat großes Talent. Mit guter Führung wird sie viele Zauber erlernen können. Sieh sie dir an. Sein hübsches Gesicht. Sie erinnert mich an Anna in ihrem Alter. Wer ist Anna? Meine Tochter. Sie ist mit einem Baden nach Damzyan durchgebrannt. Weil ich ihnen jegliche Verbindung untersagte. Ah, der Klassiker. Was führt dich nach Damzyan? Eine Freundin von mir leidet an Wüstenfieber. Ah, du bist auf der Suche nach dem Sandrubin. Das wird nicht einfach. Erzähl mir mehr über das Monster, auf das wir treffen werden. Eine bösartige Kreatur mit 8 riesigen Armen. Wir müssen sie erlegen und Damzyan erreichen, bevor es zu spät ist. Zu spät? Wofür? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass mich meine Vorsehung trügt. Okay, keep your secrets. Alles klar. So, allzeit bereit. Alles klar, gut. Dann nutzen wir jetzt auch gerade diesen Moment, um Pause zu machen. Ich gehe einmal hier raus. Und kann dann hoffentlich speichern. Nö. Gut. Dann machen wir nämlich auch mal kurz Pause. Ich mache ein Save State auf der 1. So. Und dann sehen wir uns nach einer kurzen Unterbrechung gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Meine Frau kam gerade auf die Idee, Bettwäsche zu wechseln. Spontan. So. Sind in der Höhle. Und hier gibt es wieder Gegner. Diddle-diddle-ding. Schlecht. Hey. Frostroute. Auf 8. Ja. Das nehmen wir doch mal. Ach, oh Mann. Belastend. Spam Hardy Buttons, ja. Ja, schon komm. Am Ende dauert das Spiel insgesamt 16 Stunden. 2 Stunden machen wir Story und 14 Stunden lang müssen wir irgendwelche Viecher kloppen. So, ich gehe erstmal da runter. Mach mal auf.
ist doch nicht wahr. Ich beschwöre mal einen Schokobon. Geht recht gut. Ja. Mal, warum bist du, ich habe einen Flächenangriff. So. Können wir vielleicht nicht die Kleine kaputt boxen? Dankeschön. Hey, Level up. Cool. Eine Potion. Wind. Was ist Antarktiswind? Ein Stein mit demselben Effekt wie Eisra. Aha. Ich muss mal, ich will mal wissen, so, was kann hier was? Hat alle Zustände außer Core. Ja. Verwirrt einen Gegner, schafft einen Doppelgänger, um den Gegner zu verwirren. Teleport. Ah, okay. Was ist Osmose? MP absorbt. Oh. Oh. Ah. Und sonst irgendwie Fähigkeiten? Och, nicht mehr die Zombies. Naja.
sehr überschaubarer Schaden. Ja, gut, hat sie jetzt selber geheilt. Ey! Crit-Treffer oder was? Eine Sanduhr. Hat den Klinge erhalten. Was für dich? Boah! Hat einen Klinge. Okay. Ist gleich gut. Ah! Also geht das. Man kann das aufteilen. Gut zu wissen. Kann ich denn auch... Ja, tatsächlich. Das muss man erstmal wissen. Ihr seht ja Blutchili, ihr seht ja eklig aus. Was zählt ihr? Mit was greift man Gilet an? Dr. Oetker? Ist das was Tödliches? Ne, okay. Dann draufhauen? Was ist Blutchili? Kein Blutwurst. Ah, schon eher. Okay. Können wir Blutchili einfrieren? Nee, hier, oh, nee, noch den Äther. Den Äther. Hier geht es nach draußen. Das Monster befindet sich in der folgenden Höhle. Benutze im Freien ein Zelt, wenn es nötig ist. Lauf erstmal weiter. Speichern. Okay. Hier vor. Dann nehmen wir noch mal ein Zeltchen. Dum, 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 dum. Es ist dort unten. Er ist dort unten. Das ist ein sehr großer Wasserfall. Gewöhnlich wieder daran selber zu speichern. Ja, ich glaube auch. Ali Alligator. So. Oh, Blitz.
Ja. Mann. Wollte ich doch so gar nicht. Was ist erneuern? Hör auf, euch zu erneuern. Hältst du jetzt mal um? Ein Lederhut. Hat jeder seinen Lederhut? Er hat eine Ausrüstung. Hier kriegst du einen Lederhut. Ach nö, nicht das Gammel-Gilet schon wieder. Gift könnte auch praktisch sein. Ach, Kinder, hör doch auf. Ja! Schick doch noch mehr! Aber wenn Cecil alleine gegen Zombies kämpfen müsste, wäre der auch so unnütz, der Mann, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Och Mann, ey! Dunkel bringt wahrscheinlich auch nicht viel, ne? Das geht. Ja, dann habe ich keine Potions mehr. Das ist so gut jetzt auch nicht.
Okay, die nehmen halt von Magie überhaupt keinen Schaden, alles klar. Können wir aufhören? Klau doch einfach alle bei Cecil, wie wär's denn damit? Hades Rüstung und Hermes Stiefel. Ah. Was sind Hermes Stiefel? Passt. Die haben die halt. Da ist er. Vorsicht. So, Mammut. Aha. Verliert der Arme? Bonk ihn! Shit! Ausgezeichnet. Er wird schwächer. So. Für ihn vergiften vielleicht? It is dead. Kommt.
Damsyran liegt hinter diesem Wasserfall. Aber noch auf. Nein. Er macht doch nicht sowas. Ihr Schweine. Alle tot. Sie haben den Kristall gestohlen. Natürlich haben sie das. Der Angriff war zu viel. Na klar. Oh, die Heilruhen. Die Heilohren oben. Ich muss. Die haben auch alles geplündert hier. Huck. Schweine. Ist das. Ja, es ist Anna. Du bist dieser Bade. Anna ist wegen deines Verrats weggelaufen. Du Schnösel von einem Bahn. Nein, haltet ein. Stirb. Bitte hört doch zu. Halt den Mund. Vergebt mir, bitte. Nimm das! Oh. Vater, halt ein! War eine Kiste noch zu? Oh, Anna, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Vater, Edward ist der Prinz von Damsyran, vergib mir, Vater, dass ich weggelaufen bin. Aber ich liebe Edward. Ich wusste, dass ich ohne dein Segen nicht glücklich sein könnte. Ich war auf dem Weg nach Hause, als... Wir wurden von Golbets und den Rotschwingen aus Baron angegriffen. Ich habe noch nie was von Golbets gehört. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass er mächtig ist. Warum haben sie Damsyran angegriffen? Sie wollten den Kristall und verschonten niemanden. Meine Mutter, mein Vater, sogar Anna schützte mich vor ihren Pfeilen. Mitra, hallo? Du liebst ihn so sehr, dass du dein Leben für ihn geben würdest. Vater, vergib mir. Edward, ich liebe dich. Anna! 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 Verdammt sollst du sein, Golbes! Wer ist das überhaupt? Was weißt du über ihn? Eines Tages kam er nach Baron und wurde der Anführer der Rotschwingen. Er führt sie in ihrer Mission, die Kristalle zu rauben. Hör auf zu heulen, das macht Anna auch nicht wieder lebendig. Golbes aus Baron. Ich werde ihn mit meinen eigenen Händen zur Strecke bringen. Teller, warte. Das kannst du nicht alleine. Ich werde Golbes töten, alleine. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich brauche überhaupt keine Hilfe. Teller hat die Gruppe verlassen. Na, shit. Anna... Hör auf zu heulen. Du bist erwachsen, du darfst nicht heulen. Ich habe meine Mutter verloren, aber ich werde nicht mehr weinen. Rüdiger. Das ist mir egal, lass mich in Ruhe. Ich bleibe hier bei Anna. Ich werde sie niemals von ihrer Seite weichen. Es reicht. Seid jetzt der rechtmäßige König von Damsyran, also benehmt euch auch so. Das seid ihr euren Untertanen schuldig und da seid ihr Anna schuldig. Eure Majestät, ich heiße Cecil und ich brauche eure Hilfe. Was? Meine Freundin in Kaipo leidet an Wüstenfieber. Ich muss den Sandrubin finden, um sie zu retten. Könnt ihr mir helfen? Wie heißt sie? Rosa. Es liegt euch viel an ihr, nicht wahr? So wie mir an Anna. Ihr könnt den Sandrubin in der Höhle des Ameisenlöwen finden. Sie liegt östlich von hier. Der Rubin bildet sich aus der Flüssigkeit, die der Ameisenlöwe abgibt, wenn er Eier legt. Wir müssten die Untiefen mit unserem Luftkissenboot durchqueren, um zur Höhle zu gelangen. Wenn wir den Sandrubin haben, überqueren wir die Untiefen nach Kaipo.
Lass uns aufbrechen. Prinz Edward hat sich der Gruppe angeschlossen. Adieu, Anna. That's not how people die. Ich wollte aber noch mal rein. Können wir absteigen? Da ist noch eine zu, stimmt. Ein Zelt. Aber ging es noch weiter nach oben? Warte mal. Muss doch mal gucken, nicht? Ah, okay. Das weiter oben ist weg. Wir sind die einzigen Überlebenden. Vielleicht sollten wir nach Kaipo fliehen. Wenn wir doch nur ein Luftkissenboot hätten, das uns die Iontiefe im Westen überqueren ließe. Ich wollte über den Berg Hops nach Fabel reisen, aber der Pfad wird von einer Eiswand versperrt. Das ist bad. What? MP wiederhergestellt. Ah. Hier auch. LP wiederhergestellt. Schade. Ah. Alright. So, guck mal, was ist sein Metier? Raumhafe. Der Eisenring bringt mehr als der Rub. Achso, ah, okay. Der Kreis ist schon die Magieresistenz, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Nehmen wir einfach mal so. Beste Ausrüstung. Okay, schon. Okay, schon. Alles klar. Ja. So. Zoom. Wo müssen wir denn hinzoomen? Es liegt östlich von hier, ja. Wie weit? Östlich. Wosten? Auf den Stein kann ich fahren. Alles klar. Ja, Quickie, dann gute Nacht. Schön, dass du da warst. Wir machen jetzt auch nur noch eine knappe halbe Stunde. Oh Mann, wir gehen mal zum Ameisenlöwen. Eine Potion. Hinfahren. What is? Da ist noch eine Kiste. Da oben ist auch noch eine Kiste. Oh no, what's the... Oh nö, noch mehr Goblins. Singen. Okay. Meine Potion. Alter, G... EA. Was macht das? Oh. Hm. Er umeindruckt.
Ja, schon eher. Ja, auch gut, wenn sie mal Osmose lernt, so. Oh, Alter. Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Wieder Schildkröte. Ein Adamant-Timer hier, okay. Er singt ihn an. Stirb, du Viech! Eine Goldnadel. Ja, übertreib. Seine Heilfertigkeiten sind auch eher so auf dem Level, ja gut, wenn nichts anderes da ist, dann kann man das mal machen. Ich glaube, ihm sollte man doch mal eine Potion gönnen. Oh, schön. Für Edwardinski. Nee. Okay, wahrscheinlich hat jede Art Gilet so sein eigenes Ding. Noch eine Potion, okay. Und hier werde ich nicht runter können, dann muss ich irgendwie außen rumgehen. Wie mir scheint. Gott. Ein Antarktiswind, wo geht's hier hin? Ah ja. Ah, für der Lamia. Ja, den nehmen wir doch. Jetzt muss ich halt überall gucken. Ich will nicht überall gucken.
Singen Sie weg. Er hat sich verwirrt. Oh lol. Beam erlernt. Naja. Boah. Konfus. Cool. Hilft irgendwie Eis mehr? Oh, gut zu wissen. Spinnenfaden. Und sagen, heil jetzt mal die Gruppe bitte so ein bisschen. Ja, so ein bisschen zumindest. So, wo kam er jetzt? Wir kamen von da unten. Ich weiß, wir können jetzt noch hier hingehen. Nein, ach. Die höchsten Crit-Treffer. Geht's auch. Ja, gut. Wäre schön, wenn die sich mit dem Levelaufstieg irgendwie voll heilen würden oder so. Das wäre praktisch. Ich habe jetzt nämlich auch keinen Äther mehr. Muss ja auch ein Hinterhalt sein. Oh, er ist tot. Schlitz. Ah.
Boah, ich. Verlieren wir gegen Eitergile. Wirklich. Wirklich. Einfach keinen Schaden. Lost. Beschleunige das mal ein bisschen. Wow. Und tot. Ja, komm. Hau mich um. Machen ist. Kann ich mal nicht mal beamen, kann ich mal. Ist sauber. Jetzt zieht das auch nicht unnötig in die Länge, ja. Okay, praktisch. Fuck. Okay, ich kann die scheinbar auch mit dem Froststab hauen. Das ist dann auch okay. Ist ein Elementarstab. Ja, ist er. Ocean.
Kann aber nicht zufällig mit dem Schwert auch alle angreifen. Wer? Wer Quatsch. Oh. Wie nervig. Hallo, ey. Was das? Ich hab nix zum Heilen. Okay. Versteckt sich einfach, das ist seine Superkraft. Wie mies einfach so. Ich brauch nicht angreifen. Ich kann auch neu starten. So, ich hab ja Ingame gespeichert. Ja, kann ich ja eigentlich. Das ist ja Quatsch. Also, so instant das Einzige, was bei mir Schaden macht, zu töten, ist nicht nett. Ich will einfach hier nochmal speichern, bitte. Na klar. Natürlich verfehlt der auch noch. Ich habe leider auch kein Item für Blitze aus der Dose, sonst
das gegen die Gelees vielleicht noch funktioniert. Noch einzeln blitzen. Das ist sau ineffizient. Nicht nett. Eine Goldnadel. Hurra! Mann! Muss wieder schon angestrengt nach vorne nehmen beim Spielen. Das ist doch. Wo sind wir denn da? Hey, Potion, geil. Kann ich auch schon mehr oder weniger direkt benutzen. Ey, warum immer die? Ach so. Der benutzt die Heil-Items. Ich krieg das Kotzen. Nee. Oh, was ist das denn? So, direkt ausrüsten. Mit der Harfe, der Lamia. Wo suchte er Forsa? Beam erlernt. Hurra. So, ich wollte jetzt hier raus, weil in den anderen Kisten war nicht so krass. Was? Ein Mauschuss? Ah ja.
Noda, also dann siehst du mal, hätte ich das mal gewusst. Kann ich den dann auch speichern automatisch? Ja. Beziehungsweise ich werde erstmal ein Zelt benutzen. Ja, es wurde ja schon was zum Heilen geplaced, das ist ja ganz nett. Muss nur diese Orte erstmal finden. Und die nächsten 30. Warte, ist diesen Abschnitt wieder richtig nice Oldtimer als Belohnung. Ja. Warum sind es immer die Viecher, Mann? Die kann ich immer nur wegblitzen und das kostet so viel Mana. Verarschen oder was? Das Gute ist, der Edward zieht jetzt richtig relativ schnell nach noch. Das ging ja in Final Fantasy immer relativ gut, so Leute nachzuziehen. Hier irgendwo oben ist so eine Kiste, aber ich... Hier legt der Ameisenlöwe seine Eier ab. Geht. Keine Angst, Ameisenlöwen sind sehr zahm. Sie greifen niemanden an. Hier, ich zeige euch, wie ich den Sandrubin nehme. Ich kenne jetzt nicht die Modelle, aber ich kenne so Kombis. Los, wir müssen ihm helfen. Scheinbar ist er nicht mehr ganz so zahm. Alter, ist er eklig. Kollege, sieht richtig scheiße aus. Könnte besser sein. Ja, diese Kombis sind das ja, ne? So quasi. Oder diese, oder die Bullies. Mit dem Eis. Die Eis hatten wir gerade, ne? Irgendwas hat das Viech sehr aufgewühlt.
Kann ich sonst was machen? Ich kann sonst nur angreifen. Hm. Die Kombis. Ah, okay. Wäre praktisch, wenn er in seinem Versteck wenigstens ein bisschen heilen würde oder so. Ja, bämst ihn weg. Gil, 500 EP und den Sandrubin wahrscheinlich. Hooray! Sandrubin erhalten. Wie konnte das passieren? Sie waren sonst immer völlig harmlos. Die Monster vermehren sich sehr schnell und ihr Verhalten ändert sich. Vielleicht ist das eine Art Zeichen. Komm schon, lass uns Rosa heilen. Du hast recht, auf geht's. Okay, kann ich jetzt mal selber heilen vielleicht? Ist auch, wenn wir gleich nochmal an dem Heilpunkt vorbeikommen. So. Gibt's noch irgendwas? Chat nicht gucken solle. Boah, ey, Mann. Immer diese blöden Puddingse. Die dämlichen. Warum ist es immer ein Glibberpudding? Nein, ach. Scheiße. Ist halt so geil, wie Cecil einfach fast nichts gegen die machen kann. So, er kann die ein bisschen anhitten und also nicht mal so richtig Frosch erlernt. Muss erstmal wieder hinfinden, wo war das denn jetzt? Ohne World Map so zum Gucken ist es auch relativ schwierig. Naja, aber die Level nähern sich langsam an. Na klar. Schade, ich dachte, ich könnte wenigstens rüberhüpfen. Hab ich die Kiste da oben, die da drüber, ich habe ich vergessen. Oh. Mann. Pudding. Ich hasse diesen Pudding. Bin
Existiert hier nichts anderes mehr? Was ist los? Jetzt sind wir auf jeden Fall schon wieder raus. Wer sollte ich das auch? Ich muss ja wieder nach unten. So vermutlich nicht. So, kann ich hier nochmal ins Inn? Ich muss halt vor allem erstmal so Basic-Items kaufen, so wie Heilung, Äther. Äther. Wir holen jetzt noch Rosa aus dem Schlaf. Und dann machen wir Feierabend für heute. Jetzt mal gucken. Äther gibt's halt nicht, ne? Das ist. Also was wir 10 haben. Woher weiß ich, wo es noch Chocobo riecht? Ach nee, war nicht hier. Dann kann ich ihm sagen, dass der alte Sack da weg ist. Das ist schon los mit einem erfrischten Kaipo-Punch. Punch. Punch, Punch. Puncho, Puncho. So, hat er zufällig neue Waffen im Angebot. Neuen Stab, neue Hafen, neue irgendwas. Gute Stabbogen. Alright. So, ich guck nochmal Schild oder sowas. Lederhut, Reisekluf, Eisenring. Tut sich nix. Okay. Wo war jetzt fragliche Person? Ah. Um das Füßenfieber zu holen, über einen Edelstein. Okay. Rosa. Dings, Sandrubin. Rosa wird im Licht des Sandrubins ausgesetzt. Ah. Bella? Cecil, du lebst, Gott sei Dank. Wie fühlst du dich? Viel besser, aber ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Mir wurde gesagt, dass du im Dorf Nebel starbst, als das große Erdbeben passierte. Es tut mir leid, dass du das meinetwegen durchmachen musstest. Rosa, wer ist Golbez?
Er ist der neue Kapitän der Rotschwingen, vom König persönlich ernannt. Aber der König gebahrt sich so seltsam. Ich denke, dass Golbez ihn manipuliert und die Kristalle in Wahrheit für sich selbst sammelt. Der Wasserkristall von Mysidia befindet sich bereits in seinem Besitz. Und nun wird er seine Aufmerksamkeit auf die übrigen Kristalle richten, nämlich den Feuerkristall von Damzyran, den Windkristall von Fabul und den Erdkristall von Troja. Der Feuerkristall ist schon an ihn gefallen. Ja, darf ich vorstellen. Edward ist der Prinz von Damzyran. Rydia ist eine Beschwörerin aus dem Dorf Nebel. Ohne ihre Hilfe hätte ich den Sandrubin nicht erobert und dich niemals heilen können. Hallo. Hallo, Rydia. Ich danke euch beiden. Cecil, nach Damzyran ist Fabul das nächste Ziel. Wir müssen... Du musst dich jetzt ausruhen. Sorge dich nicht, wir gehen nach Fabul. Aber auf dem Weg nach Fabul müssen wir den Berg Hops überqueren. Der Pfad ist durch dickes Eis versperrt. Rydia, kannst du den Zauber Feuer sprechen? Nein. Feuer ist der grundlegende Zauber der Schwarzmagie. Als Beschwörerin solltest du... Rosa, hör auf. In deiner Verfassung wirst du nicht mit uns kommen können. Mir geht's gut, wirklich. Als Weißmagierin werde ich euch nicht zur Last fallen. Rosa möchte bei dir bleiben, Cecil. Also gut, wir gehen zusammen. Aber bitte ruh dich zuerst ein wenig aus. Ich danke dir. Weißmagierin Rosa hat sich der Gruppe angeschlossen. Die fucking Duda. In dieser Nacht. Quack. Irgendwo aus irgendeinem Hotel. Wohlenden! Na, ich vermisse dich so sehr. Ah! Ja, funktioniert ja prächtig. Edward! Anna? Du musst kämpfen, Edward. Edward. Du musst an dich glauben. Anna. Ah. 100 Gitter halten. 800 MP halten. Na, das ist nicht wahr. Ich muss diese Welt verlassen und an einen besseren Ort reisen. Nein, geh nicht. Ich kann ohne dich nicht leben. Tschüss. Golbez darf die Kristalle nicht bekommen. Du musst für dein Volk kämpfen. Pass auf sie auf, so wie du auf mich aufgepasst. Nee. Nee, der soll das besser machen. Ja, tschüss. Ja, das werde ich. Ich werde kämpfen. Aber wie kann ich ihn aufhalten? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh. So, allzeit bereit. Lego. Wo müssen wir hin? Ihr müsst Cecil sein, ihr solltet gut auf die Acht geben. Hast du eine Ahnung? Es war nur eine gute Zeit, aber du bist schon wie eine Tochter für mich. Du bist immer herzlich willkommen. Entschuldigung, okay. So, wir speichern mal eben. Dann machen wir auf heute Schluss. Wenigstens startet sie auf Level 10, das ist ja schon mal was. Ich würde gerne mal gucken. Formation. Ja. Auch in die zweite Reihe. So, aber das war's für heute. Mal der Vollständigkeit halber noch ein Save State auf der 2. Die Platte wieder anspringen. Und, ja. Das soll's dann für heute gewesen sein. Kann ich, hier
You. Oh, wow. Das soll es heute gewesen sein. Ich danke vielmals für alle, die dabei waren. Nächster Stream gucken wir mal. Vielleicht Mittwoch, vielleicht wann anders. Ja. Gute Nacht, bis dahin und tschüss.